Herzlich willkommen. Neues Video von Savage Scooters. Liebe Freunde der zügellosen Unterhaltung, was den Vespa-Sport anbelangt. Ich habe ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich blende es euch gleich ein, um die schöne alte GS vom Carlo. Carlo hat einfach Bock auf leise, Bock auf Original Look und Bock auf Drehmoment. Und der kam zu mir und sagte, Mensch hier, kannst du mir helfen? Ich habe da so einen Motor, da bin ich nicht mehr glücklich. Und deswegen sind wir heute hier. Ja, viel Spaß beim Video. Also machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Wir haben einen alten Motor, der bestand aus einem PX200-Gehäuse, aus einer Welle, aus der Kurbelwelle vom Polinisten war die, glaube ich. Eine BGM Superstrong war drin, wir hatten einen 30er Dello drauf mit einem Ansauger, der Motor war entsprechend aufgefräst, der Einlass für den Zylinder. Und das Ganze war mit einer Spritpumpe versehen und das lief alles nicht so wirklich rund. Und Carlo hatte ständig Stress und Probleme und denen ging das furchtbar auf den Sack, dass der Roller nicht immer konsequent gut lief, sondern mal gut, mal schlecht, mal überhaupt nicht. Also irgendwo war der Hase im Pfeffer und dann hat er gesagt, komm, lass uns mal zusammen überlegen, ob wir da nicht was machen können. So, und dann blieb die Frage, was machen wir am Ende des Tages? In welche Richtung gehen wir? So, der Roller sollte, ich sage jetzt etwas, was man sehr, sehr häufig hört, wenn man untereinander spricht und gerade sich auch mit den Jungs unterhält, so, die alle Vespa fahren und alle 200er fahren. Ich hätte gerne einen Tourer, mit dem ich lange Strecken fahren kann, sorgenfrei fahren kann, der ausreichend Leistung hat, jeden Berg rauf, jeden Berg runter kommt, nicht viel Sprit verbraucht. Das hört man immer wieder. So, oder das hört man eigentlich zu 98%. Ich kenne ganz wenige, die gekommen sind und gesagt haben, ey, ich brauche 10.000, 11.000 Umdrehungen, volle Pulle, alles was geht. Da kenne ich wirklich nur ganz wenige. Aber mit den Jungs kann man auch kein Corso fahren, weil die einfach immer nur hart am Limit sind und Löcher in den Asphalt brennen. Das macht auch Spaß, aber das kannst du halt meiner Meinung nach dauerhaft nur sehr begrenzt fahren. So, also bauen wir mal einen dieser ganz herkömmlich gewünschten Tourer. So, und da blieb die Frage offen, was nehmen wir für einen Zylinder, was bauen wir da für ein Setup zusammen? Und da haben wir uns, auch aufgrund der Erfahrung, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, für das wirklich Brot- und Butter-Setup entschieden. 2 10er Malossi Sport, 26er Vergaser, eine BGM-Welle,
eine Drehschieberwelle mit moderaten Zeiten, die wir noch ein bisschen unterstützen, indem wir den Einlass noch ein bisschen modifizieren. Es kommt ein Malossi-Gehäuse, es kommt eine Polini-Box drunter, wobei ich euch auch schon den Auspuff im Pörnchen gerade gezeigt habe, der unter Umständen auch drunter kommen soll, weil da beißt sich so ein bisschen die Maus selber in den Schwanz. Einen Reso-Auspuff auf diesem Setup ist kontraproduktiv, weil der Reso in einem Bereich arbeitet, wo der Zylinder seine Leistungsabgabe beendet hat. Die Dinge harmonieren nicht gut zusammen. Das merke ich zum Beispiel bei meinem Cuda. Bei meinem Cuda habe ich den Reso-Pod bei dem gleichen Setup verbaut, weil es optisch einfach scheiße aussieht, wenn man auf einem Heckcut eine Box hat. Das sieht aus wie, wo ist der Original aus? Wo ist dein richtiger Auspuff? Hast du den nicht drunter gebaut? Warum fährst du diese Box da drunter? Also auf dem Heckcut sieht das nicht aus. Bei mir hat es also rein optische Gründe gehabt, warum ich diese beiden Sachen harmoniert habe. Deswegen habe ich aber auch den Auspuff entsprechend umgebaut. Das liegt jetzt hier nicht vor. Wir werden entsprechend testen müssen, ob wir den Auspuff in dieses Setup integrieren können. Dazu kommen wir aber dann, wenn wir auf dem Prüfstand loslegen. Es wird eine ganz spaßige Nummer, weil den Auspuff habe ich auch noch nicht verbaut. Ich weiß auch gar nicht, was es für einer ist. Der ist eingewickelt und so weiter. Es könnte alles Mögliche sein. Ja, das wird eine spannende Nummer. Ein bisschen was zum Konzept, ein bisschen was zur Erklärung, was wir machen. Wir werden einen 210er bauen mit einer 60er Welle. Das heißt, Hubausgleich wird wahrscheinlich relativ viel am Kopf und wenig am Fuß stattfinden. Dazu muss ich aber die Steuerzeiten ausmessen. Was ich in den letzten drei Jahren, seitdem es die Polini-Box eigentlich so auf dem Markt gibt, herausgestellt hat, dass die Polini-Box mit dem Vorauslass von 30 sehr, sehr gut funktioniert. Bedeutet, dass wir die Steuerzeiten so arrangieren müssen, dass wir, sagen wir mal, idealerweise zwischen 28 und 30 liegen, wenn wir mit dem großen Auspuff arbeiten, wenn wir mit der Box arbeiten. Wäre es besser, wenn wir unter 28 wären. So ist mal der Plan. Das heißt, wir werden den Malossi auch bedingt bearbeiten. Wir werden den Kolben bearbeiten. Den Auslass werden wir etwas verbreitern. Nicht viel. Maximal eine 60er Sehne. Maximal. Hochziehen. Wie gesagt, das werde ich mir erstmal ausmessen, ob wir da an die Oberkante dran gehen. Dann, zu guter Letzt, werden wir, so Gott will, auch 20 plus PS auf dem Moped erreichen. So ist unser Ansinnen. Ich werde euch jetzt noch ein bisschen was vom alten Motor zeigen. Von dem alten Motor sind ein paar Teile übrig, weil Carlo einfach keinen Bock mehr drauf hat. Das heißt, wer Interesse an diesen alten Teilen hat, der darf sich gerne melden. Da vermittle ich gerne zwischen Carlo und dem Interessenten, sodass, sagen wir mal, Carlo ein bisschen mehr Spielgeld um die Finger hat, um das neue Projekt dann auch zu finanzieren. So, denn jetzt haben wir erstmal die ganzen Neuteile gekauft und haben alte Teile zu viel. Ich zeige euch die jetzt mal und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Dann kommen wir mal zu den Teilen, die übrig bleiben. Also, die Teile, die übrig bleiben, sind dieses Gehäuse, 200er Gehäuse, jenes, und der Ansauger. Der bleibt auch dabei. Das heißt, ihr könnt damit also einen 30er Del Orto beschicken. Das Ganze ist ein Drehschieberansauger. Deswegen ist auch der Einlass entsprechend angepasst worden. Ja, wie ihr sehen könnt, gucken, ob ich das scharf kriege. Ja, also der Einlass ist entsprechend aufgerissen worden. Die Überströmer sind gefräst. Die sind angepasst worden auf diesen Malossi Altzylinder. Der Malossi Altzylinder ist noch übrig mit einem MHR-Kopf. Der Kolben ist entsprechend bearbeitet worden im Vorfeld. Ja, also sieht im Übrigen auch, ihr seht, ich habe den so gelassen. Der sieht gut aus. Kompression findet auf dem Dach statt. Die Kompression findet nicht neben dem Kolben statt, beziehungsweise runter in den Kuppelraum. Die Kolbenringe sind entsprechend noch in Ordnung. Der hat ganz wenig gelaufen. Da ist ein nagelneuer MHR-Kopf dabei. Und ja, der Zylinder ist auch noch tippitoppi von innen. Das ist halt Malossi alt, ne? Also da kann man halt ganz entspannt so 15 bis 18, 19 PS rausholen ohne Probleme. Ja. So, Sekunde. Ja. So war der Motor vorher zusammengebaut. Ja.
Da liegen noch so ein paar andere Teile, die bleiben allerdings erhalten, die kommen in das neue Gehäuse mit rein. So, dann kommen wir mal zur Kurbelwelle. Das ist die Kurbelwelle, die verbaut war, die auch noch zur Verfügung stünde für jemanden, der eine Drehschieberwelle braucht. Die ist verlasert. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Wahrscheinlich nicht. Sekunde. So, da. Die ist entsprechend verlasert und die ist auch noch sehr gut. Die ist auch noch brauchbar, was ihr hier sehen könnt. Also die Welle ist auch noch brauchbar. Das ist eine Lippenwelle. So, ich hoffe, wir konnten euch, oder ich konnte euch, ich sage mal wir, ich weiß gar nicht warum, ist gar keiner hier außer mir. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, was in dem alten Motor verbaut war, was noch an Teilen übrig ist. Was für mich ganz interessant ist, ich werde das allererste Mal die neueste Generation des Malossi Sports verbauen. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ne? Was ich so auf Anhieb sehe an diesem wunderschönen Aluminium, ist, dass der Auslass also wirklich sehr klein ist. Ne? Also der Auslass ist wirklich minimal. Was natürlich schön ist, dass hier genügend Fleisch ist, dass man den unter Umständen auch noch ein bisschen bearbeiten kann. Also da ist wirklich, hat Malossi echt Material dagelassen. Sehr dankbar. Schauen wir mal. Also ich gucke mir das Ganze mal an. Es wird sehr interessant. Ich bin gespannt, ob die Steuerzeiten die alten sind vom alten Malossi 210er. Ich bin überhaupt gespannt, was der in der Lage ist zu drücken. Das wird eine sehr, sehr interessante Reise und ich nehme euch mal mit auf diese Reise. Wann ist der hier gepresst worden? Der ist von April 21. Ne? Also April 21. Riecht auch noch ganz frisch. Gut abgehangen. Ja, die Beschichtung macht einen echt guten Eindruck. Wenn ich mal so fühle, die Ecken und Kanten sind auch nicht mehr so scharfkantig. Wobei hier und da muss man nochmal eben rein und noch ein bisschen den Grat wegnehmen. Gut, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, mal sehen, zu was der neue Malossi Sport MK 23 ein Viertel in der Lage ist zu leisten. Ich bin gespannt. Nächste Schritte sind, das Ding zusammenzubauen, entsprechend zu fräsen, zu machen, zu tun, um dann den Roller wieder zusammenzubauen und ihn auf den Prüfstand zu stellen. Und ich wünsche mir, dass wir mit dem Aufwand, den wir jetzt betreiben, wir werden das Ganze sehr sachte und sehr dezent machen, die 20 PS plus zu erreichen. Das dürfte kein Problem sein, aber wer weiß, das ganze Sammelsurium hier noch so an Überraschungen inne hat. So, ja, ihr Lieben, das heißt, wir werden jetzt mal für diesen Moment an der Stelle mal dieses Projekt videotechnisch erstmal auf Eis legen, denn ich muss jetzt erstmal ein bisschen Vorarbeit machen und dann hole ich euch wieder dazu, wenn es die nächsten interessanten Schritte gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, bleibt anständig, bleibt vor allem gesund. Bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.